Hänsel liebte Drachen. Daher hatte er sich selbst einen wunderschönen Drachen gebastelt. Hänsel, dein Drache ist toll. Ich mag den Schwanz besonders. Komm, wir lassen ihn fliegen. Ja, das machen wir. Hänsel und Gretel gingen zum Windhügel, um den Drachen steigen zu lassen. Er fliegt großartig. Lass ihn noch höher fliegen. Als der Drachen höher steigt, bedecken plötzlich dunkle Wolken den Himmel. Ein Sturm zieht auf. Der Wind zieht den Drachen. Halt den Drachen noch fester. Lass nicht los. Ich versuche es, aber ich glaube, wir können ihn nicht länger halten. Er ist in die Richtung gefallen. Lasst uns ihn holen. Hänsel, guck mal. Da drüben ist er. Ich denke, ich kann hochklettern, wenn ich mich an der Kletterpflanze festhalte. Hänsel, guck mal. Da ist ein Loch. Wow, was für ein großes Loch das ist. Da unten ist ein Weg. Gretel, sieh, was ich gefunden habe. Ich frage mich, wer dieses Buch hier gelassen hat. Das ist mein Lieblingsmalbuch. Oh, Hänsel, das ist auch mein Lieblingsmalbuch. Lass es uns mitnehmen und es anmalen, wenn wir nach Hause kommen. Ich frage mich, wo dieser Weg hinführt. Dieser Ort ist so merkwürdig. Gretel, Gretel, da vorne ist ein Licht. Was ist das? Als Hänsel und Gretel sich staunend umsahen, hörten sie ein Geräusch, welches sie nicht einordnen konnten. Habt keine Angst. Lauft einfach weiter. Wo kommt das Geräusch her? Oh, Gretel, guck mal da. Da ist etwas hinter dem Licht. Eine Stimme sagte ihnen, dass sie auf eine Mission gehen müssen und durch das Licht gehen mussten. Interessant. Aber was für eine Mission? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Was ist das für ein Ort? Hallo, Freunde. Willkommen im Feenland. Ich bin die Feenkönigin und wir haben euch erwartet. Kommt mit, ich werde euch alles erklären. Auf der anderen Seite des nebligen Sees lebt eine böse Hexe. Die Zauberkraft der Hexe hat abgenommen, je mehr Gutes wir getan haben. Deswegen hat sie unseren Kristall der Reinheit gestohlen. Wenn wir den Kristall der Reinheit nicht bis zum Vollmond zurückbekommen, werden sich alle Feen in Schmetterlinge verwandeln und das Feenland wird zerstört. Gibt es irgendeine Möglichkeit, den Kristall der Reinheit zurückzubekommen? Eigentlich gibt es eine Möglichkeit. Deswegen seid ihr hier. Wie? Hast du uns deswegen hierher gebracht? Wir haben Hilfe beim magischen Riesenbaum gesucht, der euch hierher geleitet hat. Es war also kein Zufall, dass wir in die Baumhöhle gegangen sind? Was ist mit dem Sturm? Der magische Riesenbaum hat gesagt, dass er uns zwei freundliche Kinder geschickt hätte, um uns zu helfen.
Worüber reden Sie? Weil die Hexe den Kristall der Reinheit gestohlen hat, haben wir keine Zauberkraft mehr. Deswegen können wir uns ihr nicht gegenüberstellen. Da wir auserwählt und geschickt wurden? Wir stehlen den Kristall der Reinheit von der Hexe und bringen ihn zu euch zurück. Das muss ich sofort der Hexe berichten. Die Feen waren hoch erfreut, als sie hörten, dass Hänsel und Gretel entschieden hatten, ihnen zu helfen. Hurra! Toll, wunderbar! Hurra! Toll, hurra! Super! Hurra! Super! Nimm dies. Es ist nicht so mächtig, aber es kann ein wenig zaubern. Die Flüche der Hexe sind sehr stark. Ihr müsst also vorsichtig sein. Wofür sind die Bananen? Sie wachsen nur hier. Ihr werdet sie brauchen. Die Hexe hat einen bananenverrückten Affen. Hä? Sollen wir dem Affen die Bananen geben? Ja, die Bananen werden ihn beschäftigen. Na gut, dann los! Endlich! Ich hab den Kristall der Reinheit. Die Feen haben keine Macht mehr. Zwei Kinder helfen den Feen und sie kommen hierher. Zwei Kinder helfen den Feen? Ja, ich habe sie gehört. Sie kommen, um den Kristall der Reinheit von dir zurückzuholen. Stimmt das? Bitte schön. Die hast du dir verdient. Dann lasst uns sie schön willkommen heißen. Wir haben endlich den nebligen See erreicht. Aber wie sollen wir ihn durchqueren? Hey, da drüben ist ein Boot. Es sieht alt und klapprig aus. Hoffentlich bringt es uns rüber, bevor es versinkt. Wir haben keine Wahl. Komm, Gretel, steig ein. Lasst uns sehen, ob Hänsel und Gretel den Kristall der Reinheit von der Hexe zurückbekommen. Du kannst es herausfinden, wenn du dir die Folge gegen die Hexe ansiehst.